So, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zu einem gemütlichen Bad. Nein, zurück zu Medieval Dynasty. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, Schwabenplayer und unser Nelio begrüßen euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge hier. Ja, wir sind gerade unterwegs zum Derwan. Wir haben 30 Federn abzuliefern. Und das wollte ich jetzt gerade mal machen, bevor hier der Monat zu Ende ist, beziehungsweise das Quartal oder die Jahreszeit. Haben wir denn eigentlich was zum Futtern? Haben wir was zum Futtern? Ein Trockenfleisch. Ja, dann. Lassen wir das noch kurz. Weil jetzt ist eh bald Monatsende. Beziehungsweise Quartalsende. Dann tun sich die ganzen Geschichten eh wieder zurücksetzen. Jetzt müssen wir einen Derwan finden. Ja, wir gehen jetzt gemütlich und dann in die nächste Jahreszeit, meine Lieben, und dann gucken wir, was uns da so als nächstes begrüßen wird. So, Derwan. Ah, jetzt komm rüber. Derwan, bleib mal stehen. Bleibst du stehen? Derwan. Viele Hände, schnelles Ende. Ich habe ein paar Federn übrig. Großartig, vielen Dank. Ich hatte schon Sorge, du könntest ein weiteres Opfer sein. Diese Jugend heutzutage. Na, hoffen wir, dass sie ihre Lektion gelernt haben. So long, thank you. Die Reputation und so weiter, genau. Das ging jetzt zu schnell. Was sagt unser Tagebuch? Wir haben nur diese eine Quest. Alten Oxbow. Quasi und so weiter. Ja, im Auge behalten. Ja, komm, lass uns zurückgehen. Und in den nächsten Monat übergehen, hätte ich mal gesagt. Was ich noch machen möchte, und zwar, wir haben unseren Mitarbeiter ja jetzt in der Verwaltung, den Igor, als Holzfäller eingestellt. Das wollte ich ändern. Das möchte ich gern ändern. Der soll nicht in den Holzschuppen gehen. Ich hätte den gern in der Jagdhütte. Der soll für uns anfangen zu jagen, dass wir Essen haben. Wir können anfangs Zuweisung verwalten. Jupp, so wollen wir es gerne haben. Er ist jetzt Jäger, weil dann kann der sich schon mal ums Essen kümmern. Während wir uns dann Holz, das können wir erst mal noch selber machen. Hätte ich mir gedacht. Da brauchen wir zuerst mal keinen Helfer. Das wollen wir dann als nächstes uns besorgen. Da gehen wir aber in einen anderen Ort oder gucken morgen nochmal geschwind, beziehungsweise wenn wir jetzt aufstehen, was es da so hat. Ob sich da dieses Personal ein bisschen verändert hat, dass wir einen guten Holzfäller finden. Das wäre mir nicht ganz unwichtig. Ich glaube, der Igor, der konnte, glaube ich, beides. Wir tun hier mal ein bisschen Stroh noch einsammeln. Ich glaube, Igor konnte... Ja, gut, wir brauchen einen Jäger, der eine 3 hat. Ne? Wir haben hier vorne die 3 gehabt, aber wir haben ihn jetzt als Jäger mal reingenommen, dass er uns ein bisschen was holt. Der Jäger... Lass mich mal gucken. Wir brauchen hier in der Jagdhütte... Wir brauchen Messer. Lasst uns mal ein paar Messer machen. Wir wollen ein paar Messer machen. Was brauchen wir für Messer? Stock und Stein. Stock und Stein. Mal gucken, was wir hier schon drin haben. Wir können einmal... So, wollen wir den Stroh mal darüber schmeißen. Wir brauchen Stöcke, kann man ein paar rausnehmen. Was kostet uns nochmal 22, jetzt haben wir 4. Holen wir noch 3. 3 Stücke noch.
gehen. Da brauchen wir noch ein paar Steine. 2, 4, 6, 8, 10 Steine. Na, dann lasst uns noch mal kurz gucken, ob wir noch mal schön 10 Steine finden. Das sollte ja irgendwie möglich sein, dass wir hier noch schön 10 Steine finden. Na, kein Distel. Ja, genau. Die Frage war ja, wie wir unser Dörfle nennen wollen. Und da wir eh schon immer sagen, Dörfle, wir nennen unser Dörfle Dörfle. Ganz einfach und schlicht, ne? Ja, lasst es uns Dörfle nennen. Seid ihr habt noch eine andere Idee, dann gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, nennen es einfach Dörfle. Und ja, sagte ich, hatte am Anfang ja mal einen Aufruf gestartet, ob wir hier gemeinsam starten. Also ich würde jetzt hier erst mal meinen Singleplayer draus machen. Aber es kann sein, dass wir vielleicht irgendwie nochmal zurückkommen mit einem Koop. Dann mit einem neuen Projekt. Wir sind jetzt ein bisschen durchgestartet, eingestartet und ich denke, das werden wir jetzt erstmal für uns ein bisschen machen. So. Wir wollen 5 Steinmesser herstellen. Und ich meine, der holt sich die auch aus dem Lager, oder? Wenn ich die da reinschmeiß. Und dann gehen wir schlafen. Machen es wieder hell. Und dann gehen wir das nächste an. Da hinten ist er schon, der Igor. Der jetzt hier noch das Werkzeug an Steinmessern braucht. Hat ich schon ein Steinmesser? Nee, Steinäxte und Steinmesser. Ja, die Steinäxte hat man gemacht. Genau. Hat man auch schon gemacht. So viel Zeug. Ja, passt. So, gehen wir schlafen. So, unser Einzelbettchen. Bis zur nächsten Jahreszeit. Eine schöne gute Nacht. So, einen wunderschönen guten Morgen. Lieber Nelio, schön, dass du wieder wach bist. Wir haben... Was habe ich denn? Die Kappe, Pelzschuhe, das brauchen wir jetzt noch nicht. Temperaturtrank, das brauchen wir alles noch nicht. Gänseblümchen, die können wir drüben reinschmeißen. Das nehmen wir mit. Essen, Trinken, ist alles wieder aufgefüllt. Sehr gut. Jetzt wollte ich mal kurz gucken, was macht unser Igor? Produktion nicht eingestellt. Ja, das ist natürlich schlecht. Wir wollen gerne... Ja, das Material kommt ja dann. 30. Dann lassen wir ein bisschen Leder machen. So 1. Also wir wollen Fleisch, so dass schon 2 sammeln. Na, okay. Achso, geht nicht mehr. 2. So, dann machen wir mal 20 Trockenfleisch. Leder, ein bisschen was. Federn haben wir eigentlich genug. Ja, so mal eingestellt, 83%. So machen wir es voll. Genau. So mal. Gut, dann müsste er doch jetzt arbeiten können. Messer ist da. Igor ist zugeteilt. Wir gucken nochmal, dass wir alles richtig gemacht haben. Igor ist unser Jäger. Jawohl, das passt. Gut. So viel dazu. Essen, Trinken brauchen wir nicht. Wir haben hier hinten ja was angesät. Unser Kohl. Das sieht doch schon mal ganz gut. Ach, den können wir schon einsammeln. Oh, das doch.
Haben wir gleich mal unseren ersten Kohl schon mal geerntet? Juhu! Cool. Und die Scheune ist freigeschaltet. So muss das sein. Lass uns auch gleich mal schön ein Bildle machen mit unserem Kohl. So. Und wir holen uns den restlichen Kohl noch rein. So, sehr schön. Was müssen wir hier jetzt machen? Düngen müssen wir es wieder. Wir packen den Kohl jetzt mal hier rein. 77 Kohl, meine Lieben. Das ist doch mal was, oder? Die Distel, das mit rüber. Das sieht doch sehr gut aus. Die Kohlsamen, haben wir 21 Kohlsamen. Das heißt, wir könnten Kohl wieder ausbringen. Frühjahr oder Sommer wird es gepflanzt, okay? Frühjahr oder Sommer. Und wir haben jetzt natürlich den Herbst. Das heißt, wir müssten was anderes haben. Technologie. Wir können das einfache Haus machen. Holzschuppenhammer, Materiallagerhammer. Wir gehen hier wieder. Die Jagdhütte haben wir. Die Kräuterhütte können wir machen. Nahrungsmittellager wäre eins der nächsten, das ich gerne aufbauen will. Nahrungsmittellager. Und wir haben auch schon die Möglichkeit, eine Scheune zu bauen. Ja, das wird dann ein weiteres sein, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Scheune. Und die Werkstatt. Die wollen wir auch als machen. Also eins und zwei. Erst Nahrungsmittellager, Werkstatt. Und dann wird man auch wieder neues Personal brauchen. Damit wir hier weiter aufrüsten können. Weil die Kräuterkiste können wir auch schon machen. So sieht's aus. Wir brauchen aber Personal. Das heißt, wir brauchen neue Einwohner. Lasst uns rübergehen nochmal ins Städtle und gucken, ob es da inzwischen schon wieder was hat. Lasst uns mal schön durchlaufen. Ach ja, so schön hier, ja. Gucken wir noch zum ersten Mal, was reinmacht. Wo machen wir denn unser Lebensmittellager hin, meine Lieben? Sollen wir das mal anzeichnen? Ich würde mal sagen, ja. Lasst uns mal das Lebensmittellager anzeichnen. Ich möchte mal sehen. Gebäude. Wo findet man das? Lager. Material. Nahrungsmittellager. Hier ist es. Ich würde das auch zentral nehmen. Vielleicht neben dieses Häusl. Dass wir das hier angrenzend machen. Kleiner Durchgang. Ein bisschen andrehen, oder? Hier hin. Sind Stein. Das heißt, wenn wir rübergehen, suchen wir uns ein paar Steine raus und 14 Steine können wir mal das Fundament mal hinsetzen. 14, das finden wir vielleicht auch geschwind. So, eigentlich wollte ich rübergehen, nach einem neuen Holzfäller suchen. Das ist jetzt natürlich wie immer halt, ne? Man kommt im Spiel immer von einem ins nächste und ja. Ich würde gerne den Grundstein mal legen. Das Lebensmittellager, weil da kann das Fleisch und das alles auch da reingelagert werden. Da können wir es uns da mal rausholen und unseren Kohl können wir quasi dann auch da reinschmeißen. Dann wissen wir immer, wo es ist, das Ganze. 14. Du trägst zu viel, macht nichts, ist gleich wieder weg. Ups. Jawohl. So sieht's aus. Da oben steht 4. Was ist 4? Was bedeutet das? Lass uns mal in die Verwaltung gehen. Jagdhütte. Kein Material. Ja, klar. Der muss jetzt erstmal auf die Jagd gehen.
und Fleisch mitbringen, ne? Ich würde mal da ein bisschen runtergehen. Den. Einfach, dass wir vielleicht so auf 3 schon fast kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist, was wir hier dann machen. So mal, ne? 3,03. Jetzt haben wir so eingestellt. Jetzt gucken wir mal, was da draus wird. Wir gehen rüber. Ich möchte mal kurz gucken, was hat es dort für neue mögliche Einwohner für unser Dörfle. Das sitzt am Lagerfeuer, weil sonst würde ich vielleicht einen Auftrag auch annehmen. Da könnte man vielleicht auch mal rüber switchen in einen anderen Ort. Das ist die Oxbow-Aufgabe, müssen wir ja im Auge behalten. Bleibt wachsam. Aber da kümmern wir uns jetzt erstmal nicht. Wir kümmern uns jetzt erst einmal darum, dass unser Dörfle ein bisschen ausgebaut wird, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Wir können nebenher mal ein bisschen was einsammeln, wenn wir eh schon unterwegs sind. Die schadet schon mal nicht. Wenn wir es sehen, nehmen wir es mit. So, da flattert es und tut es, sehr schön. Ab und zu können wir ein bisschen Gas geben mit dem Laufen. Können wir mal ein paar Riesenschirmlinge. Im Herbst gibt es ja gute Pilze, ne? Die könnten wir vielleicht schon mal einsammeln. Pilzzeit ist, Herbstzeit ist Pilzzeit. So, das müsste auf der anderen Seite von diesem Teil hier sein. Das ist ein Vorgehöft hier. Da war irgendwo das Lager dann gewesen. So ein bisschen erholen. Sammeln wir mal wieder ein bisschen was ein. Den König immer rennen. Dafür ist er noch nicht so fit genug. Moin, Tomila. How are you? Wie geht es dir? Ist alles in Ordnung? Lebst du gerne hier? Wie findest du dich? Wo finde ich? Könntest du bitte einen Schritt zu sein? Ist alles in Ordnung? Mehr als in Ordnung. Erinnere dich an diesen Tag als den Tag, der die Welt verändert hat. Ich habe etwas erfunden, das unsere Gesellschaft revolutionieren wird. Oho. Oh, wirklich? Ist das ein Heilmittel? Besser. Ich habe ein neues Spiel erfunden. Das ist besser. Nicht wahr? Ich bin so froh, dass mir jemand begegnet, der genauso begeistert ist wie ich. Ich brauche etwas Hilfe dabei, das Spiel bekannt zu machen. Hilfst du mir dabei? Wäre mir eine Ehre und ein Vergnügen. Gut, also hör zu. Das Spiel heißt Stein, Schere, Pergament. Und ich brauche genau diese 3 Gegenstände. Ich werde sie dann schön vor meinem Haus präsentieren und jeder wird sie, wird sie sehen. Keine Sorge, ich habe schon alles vorbereitet. Na, du bist ja ganz begeistert, ne? Ja, machst auch mit. Bronislav in Skauki bereitet einen ganz besonderen Stein für mich vor und Svibora aus Ostoja hat mir versprochen, ihre Schere zu spenden. Du musst sie nur für mich abholen. Das letzte ist das Pergament, das kannst du sicher an der Anschlagtafel ausleihen. Ein paar alte Anschläge zu entfernen sollte niemandem schaden. Wenn du alles hast, kommst du zu mir zurück und ich belohne dich dafür. Ich bringe dir außerdem bei, wie man das Spiel spielt. Na, das hört sich doch gut an. Ich komme schnell so wie möglich vorbei. Herzlichen Dank. Stein, Schere, Pergament. Kennen wir irgendwo her. Stein, Schere. Wie heißt das denn bei uns? Das ist auch so ein Spielchen, ne? Stein, Schere, Papier, ne? Pergament, Papier. Das heißt, wir müssen dann so oder so jetzt auch die Ortschäftle besuchen. Wir gucken jetzt aber mal, ob wir hier... Moin! Was habt ihr? Was haben wir da? Das ist... Das Samboya habe ich jetzt nicht gesehen. Was hast du? 1-1. Na, das gefällt mir nicht. Mein Lieben, das gefällt mir nicht. Das heißt, wir müssen nach Ostoja und nach Skauki. Dann lasst uns doch nach... Nach Ostoja mal gehen, oder?
Lasst uns nach Ostoja gehen, oder? Ostoja war unsere Aufgabe, ne? Bronislav. Gut, 916 Meter. Da wird man da unseren neuen Spezi mit Sicherheit finden. Dann lasst uns doch mal rüberwandern. Gehen wir gemeinsam rüber. Habe ich eigentlich alles? Brauche ich noch irgendwas? Sollte ich noch irgendwas mitnehmen? Breitwegerich, Hammer. Da sollte man noch ein bisschen was finden. Kohlsamen, diese bräuchte ich jetzt ja nicht unbedingt durch die Gegend mitschleifen. Ein bisschen was zum Essen. Trockenfleisch haben wir. Das ist gut. Heilen haben wir. Jo, kommt, lasst uns gehen. Lasst uns den Holzspeer in die Hand nehmen. Und nach... Ist das dann Bronislav? Ich weiß es nicht. Lasst uns mal die 818 Meter mal zurück. Nehmen wir den Wegpunkt wieder raus. Und dann gucken wir mal. Wir gehen jetzt nach dem Ausrufezeichen. Das haben wir ja eingestellt. Und dann schauen wir mal. Da hat's Häschen. Und so, ne? Hirsch und Krähe. Na, da hoppelt's über unseren Weg. Meisterlampe, ha? Cool. Ein Edelreizer. Ich würde die Pilze mal mitnehmen. Die können wir zum Verderben auch bei uns ins Lager schmeißen. Weil früher oder später brauchen wir das auch. So mal, ne? Haben die den auch noch mit, wenn wir eh schon da sind. Sehr schön. So, lass uns weitergehen. Ah, okay. Da ist ein See, ne? Da gehen wir. Ah ne, der Teich, klar. Da gehen wir jetzt drum rum. Da hinten ist unsere Ansiedlung. Da hätte ich einfach Seeadler. Das ist auch cool, das Teil hier. So eine Anbetungsstätte oder sowas, ne? Ich finde unterwegs ja auch irgendwie ja, ein paar so nette Sachen, die man aufglauben kann. Ich nehme hier jetzt mal noch ein bisschen Stein und so mit, was wir am Regesrand finden. Und irgendwann müssen wir dann mal gucken, dass wir gesagt, wir brauchen einen Holzfäller. Vielleicht noch ein Jäger wäre das ganz praktisch. So, wir geben das jetzt erstmal ab. Und dann starten wir rüber. Später mache ich das dann ein bisschen für mich. Da hole ich euch dann zwischendurch einfach ab. Wir machen Wege gemeinsam. Wir machen aber auch Wege, die ich einfach mal alleine gehe. Mal, wir gucken uns jetzt einmal gemeinsam noch mal an den Weg und später gehe ich die dann auch mal alleine. Ich denke, da komme ich euch dann ein bisschen ja, entgegen. Geht es ein bisschen schneller für euch. So, Truhe. Lass mal gucken. So, meine Lieben. Aber ich würde einfach mal sagen, hier von diesem Standpunkt aus gehen wir jetzt 719 Meter in die Richtung. Reden wir mit Bronislav. Gucken wir, dass wir die Steinschere-Pergamentaufgabe erledigen. Sammeln unterwegs noch ein bisschen ein und hoffen, dass wir dort einen neuen Einwohner kriegen, der zu uns passt. Oder Einwohnerin. Schauen wir mal, was wir bekommen. Wäre cool. Und dann möchte ich mit euch mal gucken, ob wir zum Lebensmittellager in der nächsten Folge, dass wir das hier fertig kriegen. Ja, ich sag mal tschüss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. In diesem Sinne.
bis zum nächsten Mal. Euer Nelio und Schwabenleier mit den. Ciao, ciao.